lieben Freundes, und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls von Skyrim. Und ja, ich hoffe, ihr seid genauso bereit wie ich, hier einfach mal durchzustarten. Mal wieder. Das ist so praktisch irgendwie mit diesem Zauber. Nein. Aber endlich alle Blutsorten. Halleluja. Oh mein Gott. Ich wusste, dass ihr es schaffen könnt. Arkay war sich nicht so sicher. Unter uns. Ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass ihr es schaffen würdet. Aber ich hatte keine Zweifel. Ich wusste es die ganze Zeit. Sehr gut. Ich wusste es. Ihr seid an diesem Ich bin sicher, dass ich mich später bei ihm erkenntlich zeigen kann. Aber was kann ich euch zu sagen? Isran braucht eure Hilfe. Soll das, Isran hat mich immer nur verspottet. Bitte. Er hat mir nie. Ich brauche eure. Falls ihr es nicht mitbekommen. Was ist das? Nein, das ist nicht, was ich. Gut, Arkay sagt, es ist sinnvoll, wenn ich gehe. Ich sehe das. Wir sehen uns in Festung Dämmerwacht. Sei unbesorgt. Als könnten wir da lang gehen. Warum hatte ich diese Bücher dabei? Rätsel aus, das gelöst werden will. Ich glaube, der ist tot.
Was? Ein Auge. Gut. Dann lasst mal sehen. Geht dorthin, wo die Herausforderung am größten ist. Gut, habt ihr das fest? Was wollt die besten Waffen und Rüstungen? Ob ihr eine Rüstung oder eine neue Klinge braucht, kommt einfach vorbei. Wollt ihr etwas? Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Kommt schnell wieder zurück und bringt neue Waren. Gut, Dreckes! Hey. Ja. Gut, das ist. Hey. Nein, würde ich nicht. Willkommen, den üblichen Gildenkurs. Lasst mich mal sehen. Bis zum nächsten Mal. Endlich kann ich wieder normal laufen. Ist eure Klingen
Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Bis zum nächsten Mal. Ich verkapp. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert? Ich habe all... Werft einen Blick darauf. Also gut. Habe ich bei dem auch ein paar Sachen verkauft? Braucht ihr... Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert? Nein, nicht wirklich. So. Bis zum nächsten Mal. Ich verkaufe alle möglichen Gifte. Kann ich euch... Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Passt auf. Offiziellen Weg zu uns rauf. Ja, wobei. Stimmt, mir wird hier der Ausweg angezeigt. Hehe. Hi. Ich bin recht beschäftigt, aber wenn ihr irgendwelche Tränke oder Zutaten braucht, dann sagt einfach Bescheid. Seid ihr hier? Ah. Dann seid ihr also ein Alchemist. Doch da Schmiedkunst. Ah, irgendwie. Ja, ja, Wiedersehen. Habt ihr eine Ahnung, wie beschäftigt ich bin? Seht euch mal, werft einen Blick darauf. Ja, Wiedersehen. Ed? Was? Kommt schon, ich hab dich den ganzen Tag. Ne, wir müssen noch zu unserem Schmiedfreund. Ja, irgendwie sind alle Schmied bei mir Freunde. Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Ihr wart ein gut. Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Was führt euch heute zu?
seid immer willkommen. Wollt wohl sehen. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Lasst. Muss euch. Gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Heilige Götter. Wird vergessen! Ich habe eine Menge. Preist die Götter. Das oberste. Ich bringe das Blut. Ich kann sie beinahe hören. Ich fühle ihre Lebensenergie. Kommt, ich stelle die Mixtur her. Mach das. Standen auf dem Felsen, doch er wurde zu Schlamm und zog mich hinunter. Kommt, mein Champion. Was jetzt? Ihr habt nun mein Ogma Infinium. Es enthält das Wissen der Zeitalter, wie es meinem treuen Diener Xarsis offenbart wurde. Über Jahrhunderte war es der Welt verborgen. Septimus war ein nützliches Werkzeug, um es wieder zum Vorschein zu bringen. Komm! Nein! Mädchen. Oh, ja, was jetzt? Ihr habt nun mein Ogma. Das könnte echt eine Stunde dauern. Es enthält das Wissen der Zeitalter, wie es meinem treuen Diener Xarsis offenbart wurde. Über Jahrhunderte war es der Welt verborgen. Septimus war ein nützliches Werkzeug, um es wieder zum Vorschein zu bringen. Es liegt nun in euren Händen. Lasst uns gemeinsam Wunder bewirken. Yeah. Uhu. Ich habe dieses komische Buch. Ich habe diese komische Mission endlich fertig.
Hi, Papa. Hallo. Habt ihr mir ein Geschenk? Nein. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tale. Durak. Verdammt, dieser. Hoppala, ich hab vergessen, mein Mikro auszuschalten. Egal. Weg damit. Seid gegrüßt. Wie kann ich euch helfen? Meine Pferde. Kalt im Kampf ist unerreicht. Zu eurem Glück ist sie käuflich. Ja, was wollt ihr? Wenn es um die Brauerei geht, können wir uns. Muss es hier nicht so eine Art Priester geben? Oh. Ihr habt ganz schön Mumm, euch hier blicken. Ich habe sie getroffen in der Ich habe den Goldring bereits, aber ich brauche noch 3 makellos. Ich hatte gehofft, dass ihr mir das anbietet. Jeder zwei der Amethyst in der Mitte steht für die His. 3 das ich als nicht. Und zum Abschluss, die sind wie passend. Wieder. Es gibt einen Eingang unten beim Kanal, aber von dem würde ich euch dringend abraten. Das ist das Gebiet der Diebesgilde. Netteste. Ui. Ich weiß nicht, ob ich 3 noch übrig habe. Oh, werden wir gleich sehen. Haben wir schon mit dem Priester wegen der Hochzeit gesprochen? Ich weiß es nämlich nicht. Was war das? Was?
ihr seid, könnte ich ein paar Gold mit... Oh. Werd jetzt nicht frech, Kleiner. Ich meine, durch das Haus wurde ich eh schon arm genug. Ich meine, irgendwie 10, 11.000 oder so, was ich da gekauft habe. Was? Hört! Nach Fest! Und zwar das da einmal anziehen. No, habe ich euch geweckt. Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Mein Blut ist ruhig. Ihr findet mich zu Hause. Wenn ihr meinen Wilkas starken Arm sieht aus, als hättet ihr schon jemanden. Skjord, vergeuden wir keine Zeit. Gehen wir. Nach euch. Gehen wir. Kopf hoch! Das passiert sicher nicht noch einmal. Ja. Dann mal los. Ich gehe dann mal nach Hause, falls ihr mich braucht. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Habe ich sehr wohl. Wie könnt ihr es wagen? Ich habe gesehen, wie ihr das gestohlen habt. Ah! Was? Viehzum. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist, ey. Ah, kommt. Dieses ganze Geld, das brauche ich doch nicht mehr, ey.
Ja, wobei doch schon eigentlich, aber. Ihr schaut, ihr findet mich zu Hause. Wenn ihr meinen starken Arm nochmals braucht. Ja, tut mir Kopf leid. Hoch! Das passt. Vergeuden wir keine Zeit. Mögen die Götter gehen wir. Alles eine Frage des Schwungs. Hier, ich zeige es euch. Ihr seid jemand, der für Erdbeeren sorgt. Das gefällt mir. Ich kümmere. Habe ich über das Amulett? Die Krieger von Jorvaska, solange wir den Monden will. Habt ihr Ratschläge für mich? Ich habe gehört, dass. Nee, nicht das seltsame Amulett. Da. Ihr angeblich stärker seid, als ihr aussieht. Vielleicht können wir mal zusammen auf die Jagd. Aber hey, das wäre doch irgendwie richtig geil, wenn man auch so Geld verdienen könnte. Wenn man selber noch irgendwie so als Trainer fungieren könnte. So alles auf 100, Level 100 bringen und dann auch mal zack, 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 Geld. Was? Wenn dann auch entsprechend irgendwie noch so... Ja, auf einmal stärkere Banditenbanden entstehen würden, also bessere, mit besserer Rüstung, besseren Waffen und so. Ist ja mal geil. Gehen wir doch mal in den Bienenstich rein. In den Kuchen. Willkommen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hier, nehmt das als Bezahlung für euer Opfer. Und ich, also wir... Warum hören Sie mir nicht zu, Karava? Warum tun Sie nicht, was ein ich Ihnen sage? Vergisst einen Verräter niemals. Ihr wollt mit mir reden? Dafür werdet ihr zahlen. Was ihr getan? Ich stehe aus dem Mund. Ihr seht aus, als könntet ihr ein Getränk vertragen. Verkauft ihr noch Schwamm? Natürlich. Wenn man ihnen einen Finger reicht. Hier, bitte. Nehmen Sie die ganze Hand. Und behaltet das für sage euch. Sage euch eins. Kommt zu diesem Preis. Nicht gerade einfach daran. Kommt es vielleicht noch versteht, zu einem was ich meine? Ich wirklich. Für den besten Meter statt zum günstigen Zugang des Weisheit sein. Entschuldigt, aber ich kann euch jetzt nicht besonders helfen. Ich trauere. Dürfte ich fragen, weshalb ihr trauert? Es ist meine Schwester, Lilia. Wir haben unlängst erfahren, dass sie getötet wurde. Zum Glück habe ich noch meine Arbeit in der Schwarzdornbrauerei. Sie lenkt. Mein Vater war in jungen Jahren. Meine Mutter ist die Priesterin von Talos. Sie lehrt seine Wege und hütet den Schrein. Ich bin mir leider nicht sicher, ob sie die richtige Botschaft vermittelt. Ihr solltet meine politischen Ansichten nicht als Ersatz für die Wertschätzung meiner Familie missverstehen. Sie sind immer noch meine Eltern und ich glaube aber, dass sie wegen... Ich wäre euch dankbar, wenn das unter uns bleiben könnte. Ich will nicht, dass meine Eltern noch ein Kind... Ja, klar. Habt ihr etwas mit der... Ja, in der Tat. Ich bin Maven... Bis jetzt waren wir äußerst erfolgreich. Mein Name mag ja nicht auf dem Etikett stehen, aber mein Blut, mein Schweiß wenn und meine eure Loyalität dem Kaiserreich geht, haben wir uns nicht viel zu sagen. Es war schön, mit euch zu reden. Das ist nicht Lust. Boni, die Leute haben Angst. Nochmals danke für die Lieferung nach Markas. Neu in was Richtung? Kann ich für euch tun? Dann wird auf meinen vergiss nicht, im Tempel zu spenden. Ich liebe es, wenn ihr diese Herberge ist nichts für euch. Sie wird jedes ein Mal nicht, warum ich mir die Mühe mache, sie erfindet. Na, er hat 6 kaiserlich Wachen getötet, bevor man ihn ins Gefängnis geworfen hat. War das bevor oder nachdem die mythische Morgenröte den Kaiser angegriffen und Balen sie eigenhändig vertrieben hat?
Oh, ihr seid es. Wollt ihr noch mehr aus mir herauspressen? Schön, dass ihr euch an mich erinnert. Wenn eure Loyalität dem Kaiserreich gilt, haben wir uns nicht viel zu sagen. Mann. Ich weiß, ich muss einer sein, ey. Meine Fertigkeit im Kampf ist unerreicht. Zu eurem Glück. Vielleicht direkt zu diesem Tempel da gehen? Stirb nicht. Was? Wir beide sind vom gleichen Schlag. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Oh, vielen Dank. Würden die Göttlichen euer gütiges Herz nicht halten? So kann... Niemand kümmert sich um uns. Wir könnten sterben. Keiner würde es erfahren. Was? Wie kann ich euch helfen, mein Sohn? Wunderbar. Mara ist die... Wir vollziehen auch Hochzeitszeremonie. Ich könnte... Aber ja, natürlich voraus... Vielleicht. Typischerweise ist die Liebe in Himmels... Jemand, der... Wenn dann jemand Interesse zeigt und beide sich auf ein gemein... Aber natürlich, im Augenblick könnt ihr am besten mit... Danke. Ich verspreche... Maras... Es ist nicht leicht, ihre Gaben in diesen finsteren Zeiten zu erkennen. Ihr solltet sie als Leuchtfeuer inmitten eines tobenden Sturms. Wartet mal, wird's theoretisch funktionieren? Ein Amulett von Mara? Seid ihr nicht verheiratet? Ihr sicher zu ihrer Wohnung? Erstaunlich. Ich könnte mich mit ihm erledigen. Ich bin noch da. Da. Nach euch. Nein, aber kommt. Dann noch erst so der Typ für echte, für diese klassische Hochzeit. Ach Gott, ich weiß, was später passiert. Wird so ein riesen Shitstorm bei mir sein, allein dafür, dass ich irgendwie gesagt habe, ja, ich möchte was Normales haben. Nein, ich meine nicht mit normal irgendwie, ja, Mann und Frau oder so. Ist das Normales? Ich möchte... Ich bin... Für mich ist es normal, wenn ich Frauen... Ich kümmere mich um die Kinder an Frauen denke. Waskere, solange ich zurückdenke. Nicht an Männer, ich bin... Ja, ich hab Frauen gern. Deswegen sage ich, dass es halt normal für mich ist. Da. Ein Amulett von Mara. Ich will euch nichts vormachen. Ja, bin ich. Ich will ehrlich sein, ich auch. Dann soll es so sein. Ihr und ich. Etwas hat sich in den Monden bewegt, Bruder. Ich verstehe aber nicht, warum das in echt nicht so einfach geht. Irgendwie einfach so. Ja, wartet. Was? Irgendwie so, ja, du kommst eine Frau, kennt euch irgendwoher. Ja, durch irgendwie so Freunde oder Bekannte oder sowas. Ja, und irgendwann fragt euch, ja, seid ihr an mir interessiert? Ja, okay, dann heiraten wir. Warum geht das nicht so einfach? Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid.
Wie kann ich euch... Ihr wollt euch trauen? Es ist schön. Eure Trau... Kommt nicht zu spät. Ihr wollt doch eure eigene Hochzeit nicht verpassen. Was braucht ihr? Wer bist du? Doch, ich erinnere mich. Und hier kommt der stolze Bräutigam. Lass die Zeremonie beginnen. Mara war es, die der gesamten Schöpfung das Leben schenkte. Sie schwor, über uns als ihre Kinder zu wachen. Erst durch die Liebe, die sie uns entgegenbrachte, lernten wir, einander zu lieben. Und durch diese Liebe lernen wir, dass ein einsames Leben überhaupt kein Leben ist. Wir haben uns unter Maras liebevollem Blick heute hier versammelt, um die Vereinigung zweier Seelen zu einer ewig währenden Gemeinschaft zu bezeugen. Mögen sie dieses wie auch das nächste Leben gemeinsam bereisen. In Wohlstand wie in Armut. In guten wie in schlechten Zeiten. Seid ihr bereit, durch das Band der Liebe vereint zu werden, jetzt und bis in alle Ewigkeit? Ich will. Für immer und ewig. Seid ihr bereit, durch das Band der Liebe vereint zu werden, jetzt und bis in alle Ewigkeit? Ich will. Für immer und ewig. Unter der Obhut von Mara, der Göttin der... Ich überreiche euch nun diese passenden Ringe, gesegnet von Maras göttlicher Gnade. Mögen sie euch in euren neuen... Wohin geht ihr? Verheiratet. Fühlt sich anders an, als ich dachte. Aber ich bin glücklich. Wo werden wir wohnen? Ihr könntet bei mir einziehen. Aber ihr habt Kinder, nicht wahr? Wir sollten ein Haus finden, in dem wir alle zusammen leben können. Ja, ein Falkenring, glaube ich. Dann warte ich zu Hause auf euch. Etwas hat sich in den Monden bewegt. Ja, leider bringt mir mein Ring halt mehr. Etwas hat sich in den Monden bewegt, Bruder. Das kann ich danach machen beim nächsten Mal. Aber erstmal gehe ich zu mir nach Hause. Leg meine ganzen Sachen hin und ja. Kann ich euch helfen? Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Schön, euch zu sehen, geliebter Schatz. Bitte, es euch etwas ausmachen, mir etwas zu kochen. Kann ich. Hier, ganz frisch. Morgen mache ich die nächste... Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr mir beim... Ich habe ein Unschatz als Kotler, aber ich habe... Wollt ihr mitkommen? Ja. Wir jagen gemeinsam. All unseren Mädchen und Männer. Doch sehen, ob der Tod euch...
Nee. Wo ist das? Da. Hersine wird uns segnen, wenn wir sein Totem finden. Der Geist ist gut, wenn wir uns nicht gerade gegen Wölfe verteidigen müssen. Oder gegen Bären. Oder Riesenspinnen. Was habt ihr euch dabei gedacht, uns hierher zu schicken? Und wohin wäre das? Wir sehen uns dort. Ich werde hier sein. Ich glaube, diese Wildnis ist dann doch etwas zu hart für meine Familie. Was? Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Aber Leute, ich bedanke mich schon mal dafür, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. So, jetzt.